Moinsen zu einer neuen Session von The Binding of Isaac Rebirth. Ihr seht, ich habe bei mir auch schon mal ein bisschen weiter gespielt. Ich habe jetzt auch mal besiegt. Ich will mich bloß nicht ein bisschen zu doll spoilern lassen, deswegen machen wir das gemeinsam. Ich habe mir jetzt was überlegt. Ich bin verdammt doof in das Spiel. Ja. Erst nach dem vierten Run habe ich die Mutter besiegt. Juhu. Egal. New Run. Bei mir habe ich schon mehrere Leute freigeschaltet. Kane zum Beispiel oder Hammond, Lazarus sind ja auch mit von den einfachsten Charakteren freizuschalten. Wir spielen heute mit Isaac. Na, 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 na. Ich finde das so schön. Und wir haben gleich einen Goldraum. Okay. Okay, okay, okay. Ich setze mich jetzt erstmal ganz kurz richtig hin. Andere würden jetzt anfangen. Ich mache einfach weiter. So, jetzt erkläre ich mal, was ich mir überlegt habe. Und wir kriegen Bomben-Upgrade, 99 Bomben. Nehmen wir gleich mit. Ach komm, wegen der Ehrenbombe scheiße ich jetzt drauf. Pyro. Oh, nicht schlecht. So, ich habe mir was überlegt, weil ich eben halt schlecht in dem Spiel bin und irgendwie üben will. Spiele ich jetzt komplett durch. Also nicht das komplette Spiel durch, sondern ich spiele so lange, wie ich Lust habe. Das beinhaltet eben halt, dass ich mehrere Runs hintereinander spiele, ohne irgendwie zwischendurch Stopp zu machen, sondern ich mache einfach weiter, egal ob ich sterbe oder nicht. Und ich schneide die dann zwischendurch. Also kann es sein, dass ich öfters mal zwischen einen Run einfach mal... Oh, da scheint uns jemand zu mögen. Mach mal auf, mach mal auf, mach mal auf. Mach auf. So, jetzt haben wir einen Haufen Geld. Jetzt haben wir einen Haufen Bomben. Scheint doch schon mal gut anzufangen. Zwar wäre ein Schadensupgrade jetzt besser gewesen und mein Controllerkabel nervt mich gerade hier an der Seite. So. Ne, und das ist für mich eine gute Übung. Da kann ich mal richtig schön lange üben. Und gleichzeitig ist es dann eben halt so, dass ich nichts Neues großartig erkunde. Wir haben, also heute kam die zweite Folge raus von The Binding of Isaac bei mir. Und ja, ich werde jetzt erstmal weichen üben. Ich weiß nicht, ob ich Mutter besiege jetzt in der Folge oder in der nächsten Folge und der Folge danach. Ich bin nicht so gut wie Zombie oder Maudado. Wie ich gesehen habe, dass sie gleich im ersten Run Mutter besiegt haben und ein bisschen geübt habe ich ja wie... Aua. Habe ich ja wie gesagt, dass ich da Mutter auch beim zweiten Mal besiegt habe. Aber das war wirklich Glück, weil ich die Bibel gefunden habe und die Bibel macht eben halt, naja... macht, dass man Mutter sofort besiegen kann, wenn man die einsetzt. Die Bibel ist ein Leertasten-Item. Und am Anfang dachte ich, das war das Book of Revelation, dass man dann eben Seelen her und kriegt, aber naja, wir haben keinen Schlüssel, wir gehen weiter. Wir haben dämliche Spinnen. Nein. Okay, wir sind beim Boss. Ich habe jetzt schon wieder Panik, dass ich gleich verliere, aber ich würde mal... Das ist egal. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt ein blauer Stein oder nicht? Ich sehe das nicht. Springen wir einfach. War keiner. Okay. Das ist ein Bomben... Hier können Sachen rauskommen, habe ich gehört. You unlocked the Wok. Yay, jetzt haben wir the Wok unlocked. War hier nicht noch irgendwo ein halbes... Ja, ich sag doch, hier war noch irgendwo ein halbes Herz. So. Und auf jeden Fall, bei mir seht ihr jetzt eigentlich so, es endet mal mitten im Run, es endet mal, wenn ein Run zu Ende ist, wenn ich sterbe, es endet vielleicht öfters mal so, ich weiß es nicht, es hängt immer so davon ab. Die Folgen werden wahrscheinlich so zwischen 20 und 30 Minuten werden. Ich glaube, das ist nicht zu lang und nicht zu kurz, das kann man schon mal gucken. Ich will keine 15 Minuten Folgen machen, das wäre dann immer, da könnte ich auch immer einzelne Runs machen. Bloß bei 20 Minuten bin ich mir sicher, entweder überlebe ich es oder ich überlebe es nicht. Und jetzt hatte ich gerade verdammtes Glück, dass ich nicht eben halt in die Soße von den Viechern drin geraten bin. Meine Güte! Ah. Könnt ihr jetzt mal bitte? Ja, jetzt ist tot. Wird das zweite auch leichter sind. Bitte, 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 bitte. Yes. Das Pentagramm macht Damage ab.
Ich weiß nicht, ob es jetzt noch irgendwie bei der, ob das jetzt noch so ist wie beim alten, dass da eben halt die, ja, dass die Räume dann öfters kommen, die Satansräume. Die sind eh total komisch hier, aber naja. Jetzt haben wir jetzt ein Damage-Upgrade, einen Haufen Bomben, zwar kein Lebens-Upgrade, aber ich hoffe mal, dass es dann danach auch wieder richtig schön ist. Ich will jetzt noch ein bisschen mehr erzählen, weil ich gemerkt habe, dass ich in letzter Zeit, also dass ich bei der letzten Folge ziemlich, ich bin blöd, ziemlich wenig geredet habe. Naja. Okay, warte jetzt. Es ist vor allem, eins ist immer wieder komisch als Let's Player, wenn man schon voraufnimmt, so wie ich jetzt, dass man eben halt so denkt, ja, ihr kennt das eigentlich noch nicht, aber ich erzähle schon so, als ob ihr es kennen würdet, denn wenn die Folge rauskommt, dann kennt ihr es ja schon und das ist irgendwie verwirrend. Nein, nein, bitte nicht picken. Oh. Ich meine, wir haben zwar viele Bomben, aber gegen diese Gegner nützen Bomben nicht viel. Auf jeden Fall müssen wir jetzt erstmal. Ich brauche einen Schlüssel, merke ich gerade. Und ich hätte ihn nach einem Geheimraum suchen können. Ah, warum habe ich nicht nach einem Geheimraum gesucht? Der müsste jetzt hier sein, oder? Ja, das kann ich immer noch nicht einsammeln. Danke. Hast du noch was Schönes für mich? Ein Herz. Okay. Kann ich mir später abholen. Ist gekauft. Gehen wir in den Spike-Raum. Mal gucken, was drin ist. Zwei Kisten. Aua, Spinnen. Genau. Und ein Seelenherz. Okay. Da hören wir jetzt noch das innere Herz wieder von oben. Und dann gehen wir natürlich weiter. Nicht das. Das hier. Das wäre ja Verschwendung. Okay. Goldraum, wo bist du? Wo bist du? Und ich hoffe, ihr habt das jetzt auch. Danke. Dass die das gucken, weil ich habe nicht gemerkt, es gucken schon welche. Zwar nicht viele, aber ein paar. Und da springen mir gleich die Fliegen ins Gesicht. Stirb! Ha! Genau. Lauf noch schön in den Schuss rein. Dummes Vieh. Dass ich eben halt jetzt permanent immer bloß Ranz aufnehme, da weiß man wenigstens nicht, ob ich es jetzt schaffe oder ob ich es nicht schaffe. Deswegen hatte ich schon mal, das macht eben halt, der schießt jetzt, also wir schießen durch Gegner durch. Ich weiß nicht, schießen wir auch. Ne, durch Stein schießen wir nicht, aber durch Gegner schießen wir durch. Und es macht eben halt Shot Speed ab. Also, dass die so noch schneller fliegen. Hier seht ihr, die Schüsse gehen jetzt durch. Und das Ding richtet mich überhaupt nicht auf. Danke fürs Herz, was ich jetzt noch nicht brauche. Oh fuck. Oh shit. Wie unfair ist das denn, bitteschön? Böses Feuer. Nein. Und? Genau, es muss mich nochmal treffen. Okay, den Geheimraum, den Supergeheimraum, wo könnte der sein? Der könnte hier sein. Lass uns aber erstmal durchspringen. So, und bist du hier? Nope. Toll. Bist du auf der anderen Seite? Ich meine, Bomben haben wir ja jetzt genug. Nee, aber das war ein blauer Stein. Den habe ich gerade überhaupt nicht erkannt, dass es das ein blauer Stein war. Knapp. So, und hier kann er nicht sein. Vielleicht bist du hier? Ja. Bitte hab was Schönes für mich. Eine Karte. Tour of Hearts. Oh, füllt mich auf. Cool. Okay. Okay, trust good people. Ich vertraue überhaupt keinen Leuten mehr. Ja, du bist auf der dunklen Seite. Hast du den Ausgang gesehen? Oh! Nice! Deckt die ganze Karte auf und gibt mir ein Seelenherz. Oder eine Karte, hängt davon ab, weil wir aber jetzt gerade beides haben. Setze ich das Ding jetzt nicht ein. Karte haben wir auch alles erkundet. Man könnte noch in. Ne, wir haben keinen Schlüssel. Monstro, ey, jetzt mal ernsthaft, den kriege ich in jeden ran. Aber wirklich in jeden. Naja.
Schön ist, wir können jetzt da hindurchschießen. Ich weiß nicht, ob das öfter Schaden macht. Ne, es macht wahrscheinlich bloß immer Schaden, so wie es aussieht. Wenn die durchfliegen. Ja, es macht bloß immer Schaden. Aber das ist egal. Wir haben Piercing Shots. Genau so heißen die. Piercing Shots. Los, komm. Stopp. 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 So. Was bist du denn? Du bist... Blood Close. Damage Up und Range Up. Ist bestimmt bloß für ein Auge. Okay. Also ein Auge macht jetzt mehr Schaden. Okay. Was hast du? Das umgedrehte Kreuz und zwei... Oh, zwei schwarze Herzen. Die nehmen wir gerade mal mit. You unlocked Lazarus. Lazarus, Mensch. Keine Ahnung. Nee, wir haben zu wenig Herzen, sonst würde ich sie mitnehmen. Ich weiß gar nicht mehr, was das umgedrehte Kreuz macht. Haben wir alles? Wir haben... Achso, ja, wir haben ja alles. Ja, wir können weiter. Und nächste Ebene. Okay. Cave Science. Karte. Und ein... Oh, heiliges Herz, geil. Silberherz. Der Geheimraum ist unten, der Boss ist da oben, der Goldraum ist hier drüben. Ja, ich habe keinen Schlüssel. Okay, du bist einfach. Eigentlich. Ich hätte auch eine Bombe einfach hinlegen können. Zack. Wir machen erstmal den Goldraum frei, denn sobald wir nämlich einen Schlüssel haben, können wir dann jetzt so schnell wie möglich zum Goldraum gehen. Dafür sind die Piercing Shots richtig geil, wenn wir so einfach noch durchschießen können. Zack. So. Wir haben eigentlich ein Herz hier auf der Ebene. Und das ist unfair. Nein! Geh weg! Oh. Deswegen mag ich die Spike-Räume nicht mehr, weil da eben halt diese Spinnen drin sein können. Jetzt habe ich ein schwarzes Herz verloren, aber dafür habe ich einen Schlüssel. Stopp! So. Was bist du? Moms. Toranil? Tonail? Keine Ahnung. Stand nicht da, was es macht. Der Teleporter. Ich weiß nicht, ob es hier... What the hell? Okay. Spawnt er einfach mal so einen Mutters Fuß? Okay. Der Teleporter lädt sich nach zwei Räumen wieder auf und man kann sich random irgendwo hinporten. Diesmal hat es nicht genützt. Ich dachte, wir kommen vielleicht in den Error-Raum. Das wäre geil gewesen. Aber dann nehmen wir halt den Crystal Ball wieder mit. Und kämpfen uns mal langsam zum Boss vor. Wir haben eigentlich auch 11 Münzen. Wir könnten ja... Wir haben den goldenen Schlüssel. Wir haben den goldenen Schlüssel. Das heißt, wir können in jeden Raum auf dieser Ebene. Deswegen gehen wir jetzt mal zum Shop. Bomben haben wir genug. Schlüssel haben wir unendlich. Warum sollten wir nicht darüber gehen? Weil da Spinnen sind. Stopp! Dumme Spinne. Was machst du? Achso, das sind so welche. Ach, die schießen jetzt... Oh nein. Komm nicht näher, bitte. Das ist mies. Komm, geh auf. Zum Glück haben wir Range. Was? Die machen auch noch Berührungsschaden. Das ist doof. Geh auf. Oh, gut. Und die schießen trotzdem weiter. Was sind das? So, mal her. Ne, hier oben gibt's eh nichts. Also gehen wir hier wieder runter. Aber diese Challenge in der Challenge. Oh, die heulen denn. Das Ding ist cool. Spawnt ab und zu mal Mutters Fuß. Fetzt. Hier kommen wir nicht weiter. Der Geheimraum liegt da unten am Shop. Und hier ist ernsthaft, was ist das? Nehmen wir mit.
9 Volt. Da haben sie immer zwei Aufladungen, sind schon mal vor. Und hier müsste der Geheimraum sein. So. Kling, kling, kling. Ach komm, nimm mal die Pille auch noch mit. Was machst du? Hält's ab. Geil. Lebensupgrade haben wir jetzt auch schon. Also noch besser kannst du jetzt gerade eben mal nicht werden. Also wenn wir jetzt sogar bis zum Montag kommen bei dem Mann, dann lade ich den so hoch wie es. Wir haben's einfach. Wir haben noch eine voll. Das muss immer voll heilen können. Und ich will jetzt nicht an die anderen Kisten gehen, weil ich die Fliege nicht gesehen habe. Los, komm. Komm doch her. Jo, Viecher. Ich mach euch tot. Dich mach ich tot und dich mach ich tot und du bist jetzt gleich doppelt tot. Oh. Ja, Mamas Fuß, erschreckt mich ruhig. Es bringt ein bisschen aus der Fassung, das Trinket. Au, ich find's geil. Ich hab gerade eine Team erhalten. Ein Gegenstand. Jetzt kriege ich irgendwie alle zwei, jene One irgendwie mal einen Gegenstand in Steam. Was hat du für mich? Jede Menge Geld. Was machst du? Trollbombe. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz in den Shop. Ich will nicht an die Viecher vorbei, deswegen gehe ich hier unten lang. So. Und dann spenden wir mal noch ein bisschen was. Das ist nämlich ein Spendenautomat. Das habe ich auch erst nach Modados Folge gesehen. Da steht ja Donation, also sprich Spende. Und ja, wenn das Ding voll ist, könnten wir mit Bomben wieder das Geld raussprengen, aber es würde nicht bringen. Ich glaube nämlich, dass dann beim nächsten Run die Spenden dann ein bisschen weniger sind. Also, dass man dann weniger Spenden dann hat. Gespendet hat. Stirb. Danke. Schlüssel. So. Nein. Nein, habe ich gesagt. Ich hasse diese Gegner. Mann. Herz. Wir haben sonst keine weiteren Herzen mehr hier rumliegen, ne? Das ist mies. Der super Geheimraum könnte hier sein. Jetzt. Pillen. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht. Kenn ich nicht, kenn ich nicht. Okay. Paralysiert. Paralysiert. Hells down. Genau. Was machst du? Speed up. Super. Wir haben eine Hells up Pille und eine Hells down Pille hier drin. Das ist mies. So, Gördi müsste eigentlich kein Problem sein. Wenn ich das immer so weiterhalte. Mist. Okay, jetzt machen wir die Karte ein. Verdoppelt nämlich unser Leben. Okay. Jetzt gehst du hier rüber. Das machen wir jetzt einfach immer so lange weiter. Oh, Schwein gehabt. Ich weiß jetzt nicht, warum ich so ein Glück hatte und nicht getroffen wurde, aber naja. Es ist so reine Intuition. Ich achte gerade mehr auf Gördi als auf mich. Und das ist eben halt das Problem jetzt gerade. Ich probiere mich so aus dem Augenwinkel eben halt so vor die Schüsse zu schützen. Kannst du mal bitte aufhören, so welche Fliegen zu spawnen? Und Mams Fuß kam dazwischen. Okay. Geht tot, danke. Ein Lebensupgrade. Einfach bloß Herz. Und es lädt einen sogar komplett voll. Das ist nicht schlecht. So, den Supergeheimraum haben wir. Da ist noch eine Health-Down-Pille drin. Das haben wir. Der normale Geheimraum. Achso, der ist da drüben. Okay. Weiter geht's. 17 Minuten steht bei mir. Die Aufnahme läuft schon 20 Minuten. Wo sind wir jetzt? In Caves 2. Goldene Kaki. Mit ganz viel Geld, wo wir nicht rankommen. Oh Mann. Fällt mir ein, ich könnte eigentlich mal wieder. Erstmal die Bomben. Ja, genau.
explodier bei mir im Gesicht. Der bringt uns zum Shop, glaube ich, war's. Wo Quiet auf uns wartet. Genau. Mann, hättest du nicht ein bisschen besser zielen können? Das Problem bei Piercing Shots ist eben halt, dass man die Gegner... Aua, nicht mal zurückdrängen. Danke. Und bei Quiet verlieren wir natürlich... Quiet ist scheiße. Ernsthaft. Kannst du mal bitte... Stirb. Stirb. Danke. Das wird nur bloß Geld verloren, was wir natürlich nicht brauchen. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin da unten. Der Geheimraum ist gleich auf dem... da oben. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum ich die Münze so rum aufgesammelt habe, aber egal. Oh, das seid ihr. Ich dachte, ihr rennt einfach bloß hinterher. Die Macht des Rangers ausnutzen. Okay. Also sie stampft einfach immer nur random irgendwo hin. Okay. Bitte hab was Nützliches. Ich hab nur noch ein Herz. 3 Lackappeln. Okay. Gibt's hier noch eine Arkade? Ja, hier gibt's sogar noch eine Arkade. Ich will jetzt nicht durch den großen Raum, deswegen springe ich mich hier drüben weiter. Wir haben ja immer noch genug Bomben. Ja, ich glaube, das Glück hat jetzt schon eingesetzt bei den Gegnern. 3-mal Glück abpillen. Genau. Und die Maden sind auch sowas wie, naja, schwach eigentlich, weil die gehen fast immer nur links und rechts. Ich meine, die können noch was anderes, aber die gehen eben fast nur so nach links und rechts. Nein, nicht Larry. Böser Larry. Dafür sind die... Oh, was machst du? 48 Stunden Energie. Okay, was machst du? Okay. Herz. 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 Perfekt. Jetzt immer schon wird er fast voll. Haben 25 Münzen. Die Spendenmaschine ist kaputt. Und was ist denn das? Da haben wir ja immer eine Arkade. Und dann haben wir kein Glück. Hm? Ach komm, hier, komm. Gib mir mal ein bisschen Geld. Okay. Was haben wir hier hinten? Das Vieh. Wo wir gleich wieder die Hälfte von unserem Leben verlieren. Und sogar noch ein ganzes dazu kriegen. Okay. Oh Gott. Oh Gott, oh nein, nicht ihr. Komm, tut mir gefallen. Sterbt einfach. Ich hab den einmal getroffen. Yes. Einer ist ja nicht mehr so das Problem. Hoffe ich doch mal. Junge, du kommst mir zu nah. Danke. Oh Gott. Oh Gott. Was bist du denn für ein Raum? Ich weiß gar nicht, wo ich hier hintreten soll. Hallo Goldraum. Dich besuche ich gleich. Ja, ich wollte gerade fragen, haben wir den letzten Raum, Dings eigentlich den Raum benutzt, aber... Ja, Hammer, da war ja der Teleporter drinne, der einem so viel wie gar nichts hilft. Ja, Mutters Fuß, du bist spitze. Junge! Klar, erstmal 3 Herzen verlieren hier. Was bist du? Irgendwas mit Liebe und Fliegen. BBF. Be Beautyfly. Was machst du? Oh nein, das ist eine explodierende Fliege, die uns hilft.
ich habe das Gehirn schon gehasst. Okay. Der Geheimraum ist da. Hm, wir gehen jetzt mal kurz hier durch. Und gucken mal hier unten. Supergeheimraum? Nope. Wo könnte der noch sein? Der könnte da hinten drüben sein. Ich will jetzt einfach mal gucken, ob ich hier noch irgendwo einen Supergeheimraum habe. Geil wär's ja. Der könnte hier an jeder Ecke dran sein. Boah, Mutter. Weiß man nicht, ob das ein Fluch oder ein Segen ist, wenn die den selber trifft. So, hier ist er nicht. Am Arcade könnte er sein. Oder da drüben an einen von den ganzen Stellen. Okay, nee. Gut, wir haben die Bomben. Wen es nicht gefällt, der soll skippen. Einmal bitte. Zweimal bitte. Einmal bitte. Nichts. Das ist aber auch eine komische Raumkonstellation. Mein Gott, er hat Konstellation gesagt. Wir müssen ihn verbrennen. Gucken wir mal hier oben dran. Ob der... Hier kann man nicht... Oder doch? Kann man hier? Ich leg hier einfach mal eine hin. Nein. Kann man hier? Nein. Oh. Jetzt sehe ich, wo die Räume... Na gut, okay. Hätte auch trotzdem sprengen müssen. Okay. Dann probieren wir es dann da drüben weiter. Stopp. Ich weiß nicht, ob was ich mich zuerst konzentrieren soll. Oh, danke, Bombe. Schlüssel. Soll ich? Ich weiß nicht. Schlüssel? Gut, wir haben jetzt zwischen... Nee. Stopp. Ich hasse dich. Stopp. Safety Cap. Macht das mehr Pillen spawnen? Finde ich gerade aber nicht so gut in meiner Lage, deswegen... Tarotkarte. The Towers. Nicht schlecht. Nicht das Beste, aber nicht schlecht. Hier können wir eh nicht nach dem Dings gucken. Hier können wir nicht nach dem Dings gucken. Hier können wir nicht... Ist er vielleicht hier? Ja. Ein heiliges Herz. Müssen wir nach dem Boss mitnehmen. Nein, ich will Mutters Fuß weiter mitnehmen. Ach, das ist ihr Zehennagel bestimmt. Mega Freddy. Ich finde ihn eigentlich relativ einfach. Der springt zwar schnell. Aber mehr kann der auch nicht. Ja, ja. Und eben halt ein paar Gegner beschwören und so weiter. Ich will mich ein bisschen von der Bombe fernhalten. Die hat auch noch den Falschen getroffen. Wir arbeiten mal noch ein bisschen mit den Bomben. Das macht sich nämlich auch immer ganz gut. So. Ach, die spawnt nach einer Zeit wieder. Aua. Peng. Ups. Ja, komm. Lass deinen Durchfall woanders raus. Also, soll ich mal jetzt noch was sagen? Du kotzt mich an. Danke, Bombe. All stats up. Thank you. Okay, ich bin voll. Super geheimer. Ach ja, das heilige Herz nehmen wir noch mit. Dann kriegen wir noch ein HP-Upgrade. Egal, komm. Oh. Immer so ein schöner Tausch zwischendurch. So. Und HP-Upgrade, bitteschön. Dankeschön. Oh. Das war aber kein HP-Upgrade. Zack, Diebnis 1. Okay. Oh, die habe ich gesehen. Die sind, oh, das ist so mies. Der taucht immer einfach irgendwo auf. Ist sogar zwei. Da oben ist ein böses Feuer. Das böse Feuer, das schadet mich mehr als die anderen Willen. Danke. Toll, was brauchen wir jetzt die Bomben? Okay. Da kommen wir eh noch nicht ran, weil wir kein Fliegen-Upgrade haben. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, aber... da spielt gerade einer bei mir. Danke, dass du die Bombe weggetreten hast, Mama.
So. Das Ding ist noch nicht bereit, um die ganze Karte aufdecken können. Manchmal ist die Bombenfliege doch schon spitze. Ist immer noch cool, wenn man Knockback haben. Ja, der hat ein pochendes Kinn. Der Goldraum. Hans. Also Dead Bird. Der Dead Bird, der spawnt. Also jedes Mal, wenn wir Schaden kriegen, spawnt der Dead Bird. Ich weiß nicht, ob hier irgendwo ein blauer Stein dazwischen liegt. Probieren wir es einfach mal aus. Ne, scheint mir nicht so. Okay, weiter geht's. Komm, wir gehen mal in den Shop. Da haben sie den Bumerang. Der ist... Good job, Mutti. Der ist nicht schlecht. Der friert Gegner ein. Auf Sammeln müsste ich ihn so oder so, wenn ich die Kollektion irgendwann mal voll haben will. Nehmen wir ihn mit. Das Herz nehmen wir auf jeden Fall mal noch mit. Ich will es nun... Ja, da, die Kugel ist eigentlich auch geil. Damit deckt man die ganze Karte auf. Da wissen wir immer, wo die Endgegner sind. Und müssen nicht lange suchen. Und laufen da nicht in sowas drin wie der hier. Bright. Der Bomben spawnt und... Für mich gerade... Aua, ein super Geheimraum aufgemacht hat. Da ist unser schöner... Das ist Günther. Was machst du, Chariot? Nehmen wir mit. Ah ne, das war bloß der normale Geheimraum. Hm. Den wollte ich doch gerade selber springen, Mama. Ich mach doch nie immer mein Spielzeug kaputt. Das Einhorn ist auf jeden Fall besser. Besser. Ja, danke, Hans. Ich nenne den Vogel jetzt einfach mal Hans. Nee, nicht Hans. Wie nenne ich ihn den? Günther. Gustav. Gustav, der lustige Geselle. Blauer Stein? Nö. Oh nein, hier kommen Hände runter. Hier kommen Hände runter. Hier kommen Hände runter. Ich muss schnell sein. Tot. Ha. Mich besiegst du nicht, Mama. Hast du was Schönes? Das will ich schon gerne mal ausprobieren. Aber, da könnten wir jetzt zu Mama. Ich will aber einen Goldraum haben und einen Shop haben. Erschreckt mich noch einmal so. Wir gehen erstmal weiter. Genau. Spawn mir im Gesicht, du Mistvieh. Zurzeit steht aber unser Leben so gut. Warte mal, decken wir mal die Karte auf. Tour of Clubs. Wieder 99 Bomben. Das fetzt. Da oben ist der Boss. Für einen super geheimen Raum. Ich gehe zum Boss. Und wenn ich ihn schaffe, gehe ich dann einfach mal in das eine Loch da hier drüben runter. Meine Bombenfliege hat mir gerade selber Schaden gemacht. Finde ich geil. Ich hätte doch durch einen Geheimraum da hochgehen können. Das wollte ich aber nicht. Jetzt hat sie mal was Sinnvolles getan. Plus ich bin der einzige Depp, der dann nochmal in den drin rennt. Nehmen wir den Bumerang mit. Geil wär's. Gegner einfrieren. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir machen jetzt nochmal eine Aufladung fertig. Setzen dann noch einmal eben halt das Ding ein, bevor wir zum Boss gehen. Und dann nehmen wir Pinky Eye. Giftschüsse. Ich weiß nicht. Mamas Fuß oder Giftschüsse? Ich nehme Mamas Fuß. Ist das Ding schon fertig? Nee. Ich will jetzt aber... Ist da oben der Boss? Ja. Ich will noch nicht zum Boss. Ich will mit dem Bumerang zum Boss gehen. Und da würde ich mal am liebsten sagen, da... Ja, wir können jetzt natürlich und... da durchgehen, aber ich will, wenn es noch probieren, noch ein Seelenherz zu kriegen. Ja, komm, lass dich zweimal treffen.
Ich bin so... Ich hatte gleich zu... Wir gehen nicht zum Boss. Und wir nehmen das Pinky Eye mit. Das kann nicht wahr sein. Gehen wir zum Boss. Was machst du? Zu Empress. Macht mich stärker. Ah. Dich nehmen wir mit. Boomerang. Okay. Gehen wir einfach weiter. Ich wollte es eh mal testen. Ich meine, dafür kriegen wir... Ja, aber beim Boss kann was Geiles spawnen. Was haben wir hier noch? The Towers. Das ist Einhorn besser. Spike Room will ich auch nicht. Ich meine, klar, da kann auch was Schönes... Ach, scheiß drauf. Gehen wir zum Boss. Wenn ich sterbe, sterbe ich. Wenn nicht, dann nicht. So einfach. Das Pinky Eye nehmen wir jetzt mit, weil... Die ich weiß nicht, wer kommt. Wenn Monstro 2 kommt, bin ich am Arsch. Mutters Fuß. Ich weiß nicht, ob die Monstro One-Hittet oder... Am geilsten wäre es, wenn ich jetzt einen super Geheimraum finden würde. Oder hier ist irgendwo noch ein blauer Stein versteckt. Und du spawnst was Geiles für mich. Auch nicht. Oh Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay. Nee, da kann er nicht sein. Wenn, dann ist er hier. Nein. Hier schließt so einen Raum an. Achso, das ist der super. Das ist der Geheimraum. Ich schussel. Okay, dann gehen wir. Gucken wir mal hier. Nein. Ich suche jetzt den super Geheimraum. Ich weiß nicht, ob ich ihn schon habe. Haha, suchen jetzt. Okay, hier ist er auch nicht. Bist du hier? Nein. Mann, geht da durch. Wenn wir jetzt nämlich den super Geheimraum nicht finden, dann bin ich am Arsch. Ah. Oh, nein, nein, nein. Ich meine, gut, jetzt ich kann durch die durchschießen, da mache ich mehr Schaden, aber trotzdem. Kiste. Schlüsselbomben, Geld. Brauche ich alles gar nicht. Habe ich mehr als genug? Bitte, super Geheimraum. Mit Herzen. Ich brauche dringend mal Herzen. Okay. Wo kann er denn noch Schönes sein? Der kann hier oben in der Mitte sein. Der kann hier sein. Der kann hier sein. Da Ektor einen Raum an. Ich weiß gar nicht, kann der auch am Goldraum dran sein? Einfach mal austesten. Nope. Hoppla. So. Wo kann er denn noch sein? Jetzt bin ich ernsthaft überfragt. Der könnte noch höchstens unten sein. Beim Spike-Raum. Da will ich aber nicht ringehen mit dieser Anzahl von Herzen. Ich find, ups. Nein. Springen wir die beiden Sachen hier mal noch auf. Und hoffen, dass da irgendwo ein blauer Stein dazwischen ist. Nein. Wir haben alle Räume gesprengt. Das könnte, wie gesagt, noch höchstens an Kampfraum dran sind. Dafür haben wir wohl nicht genug Herzen. Beim Miniboss liegt da, glaube ich, noch eine Karte mit... Ja, mit The Towers. Aber ich will aber... Okay, nehmen wir das Einhorn. Da versuche ich mein Bestes. Gegen den Endgegner. Und ich drücke die Daumen, dass es nicht Larry ist. Dass es nicht Larry ist. Dass es nicht... Dass es nicht Monstro 2 ist. Leck mich am Arsch. Warum? So. Jetzt sterben wir.
Los komm, lass mich sterben, Monstro. Ja, spawnen wir deine schönen Fliegen. Der Glitch ist ja jetzt auch behoben. Hat ich auch bloß gehört. Ja, genau. Nein! Komm, diesmal schaffen wir dich, Armor. Du warst lang genug, mein Erzfeind. Und einen heiligen Raum kriegen wir. Und natürlich den Gürtel, der macht Speed up. Was bist du denn? Der Sequel. Ach, ein random Karten. Sagt schon. Effekt. Die Feuer kann man ja nur mit Bomben ausmachen, weil wir gerade so viele haben, würde ich so mal... Ja! Und wir nehmen weiter den Bumerang mit. Ich hätte eigentlich auch den Bumerang gegen Monster einsetzen können, aber dafür bin ich zu blöde. Sprengen wir mal schnell hier die Steine. Falls es ja blau sein können. Okay. Dann käme... Ach nee, ich wollte ja mal durch die Treppe, wa? Wo ich da hinkomme. Schade. Entschuldigung, habe ich jetzt vergessen, aber wir haben es ja geschafft. Ebene 2, 30 Münzen. Mit Luck-Up. Wir hatten ja Luck-Up-Hillen. Schlüssel, gekauft. Geld. So, Mom, stampf uns jetzt bitte nicht kaputt. Ich will doch nur ein paar Herzen. Bitte. Keine Bomben. Keine Schlüssel. Ich will Herzen haben. Eine Pille? Bitte eine Vollheilpille. Wenn das die Vollheilpille nicht ist, dann nehme ich sie nicht. Und eine Zecke. Eine Zecke will ich nicht haben. Was bist du? Bane Staun. Ich wollte sie doch nicht nehmen. Okay, unsere sind nicht so schlecht. Gucken, was du machst. Geld habe ich noch. Wir müssen mal in den Shop gucken. Vielleicht finden wir da noch irgendwas Schönes. Okay. Genau! Tarotkarte? Yes. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Jetzt ist nur noch einer übrig. Und der trifft mich auch noch. Ah, oh, bin ich mies in diesem Spiel. Okay. Ach, das ist ja... What the fuck? Warum hast du dich verwandelt? Das ist unfair. Das können sogar Gegner noch verwandeln. Ich habe die rote Spur nicht gesehen. Was bist du? Luck up. Okay. Dimitri, wie auch immer. Auf jeden Fall, das Ding macht, dass mehr Seelenherzen spawnen. Wo ich auch sehr froh darüber bin. Obwohl allgemein irgendwas, was mehr Herzen spawnen lässt, bin ich gerade froh drüber. Komm, bitte sei was Ordentliches drin. Ne? Bitte. Bitte. Irgendwas kann ja immer mal drinne sein. Ein Gegner. Los, komm. Okay. Ein Raum, in dem man sterben kann. Ich aber nicht bin. Deswegen eine Bombe da hinlegen, damit wir merken, da ist kein Raum. Ach man. Ist hier vielleicht der Geheimraum? Mom? Bist kacke. Jetzt haben wir hier ein paar Gehirne, ein paar Fliegen. Das geht. Außer man heißt. Also, wenn. Es geht normalerweise, außer.
The Missing Page. Macht immer, wenn wir getroffen werden, einen Random-Karten-Effekt. Ich will aber nicht getroffen werden. Deswegen lassen wir das. Die Bombe hat die beiden gerade explodiert. Oh. Das war nice. Okay. Geld. Brauchen wir nicht. Wo ist denn... Der Arcade ist auch leer. Und ja, im Arcade... gut, okay, der Arcade ist nicht leer, aber... Hier drinnen liegt bloß die Zecke, die wir nicht brauchen. Macht zwar die Bosse einfach... yes. Genau, spawn dieses Herz in der Mitte. Das... Mama, du regst mich auf. Bombe, du bist scheiße. Oh Mann. Manchmal ist er hilfreich, manchmal nicht. Okay, Geld. Wo bist du, Shop? Oh mein Shop, wo bist du? Das ist auf jeden Fall der Geheimraum. Toll, eine Aufladung, die wir nicht brauchen. Aber vielleicht ein paar Herzen von dem Feuer. Immer schön auf Abstand bleiben, da schießen sie nämlich nicht. Okay. Haben wir schon mal eine Aufladung für irgendwas, was wir nicht brauchen? Nein, nein, lass mich raus. Nimm mich raus. Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ich glaube, ich spinne. Und einen Schlüssel. Shop, wo bist du? Genau. Schön. Der Shop ist ja auch nicht. Bitte verlieren Herz. Oh Mann. Ich brauche den Shop. Hier oben. Hier oben sterben wir. Oder doch nicht? Shop, bist du hier drinnen? Nein. Komm, komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Yes. Und es verlieren so viele Bomben. Ich brauche aber. Ich brauche aber mal ein paar Herzen. Feuer machen wir gleich mit aus. Natürlich machen wir das Feuer nicht gleich mit aus. Ich habe Angst, dass es schießt. Okay. Ist hier noch irgendwas Schönes? Nein. Das ist die Ebene von Mutter. Und das Einzige, was ich habe, sind zwei Herzen. Das wird nichts. Das wird einfach nichts. Da kann ich machen, was ich will. Kann man das hier irgendwie rausspringen? Bitte, glitsch dich raus. Nein. Kann man es jetzt nehmen? Versuch, was wert. Ich spring mal die Bäume hier auf. Ach, super, dass so ein Gegner unten drunter. Und eine Karte, bitte. Der Eremit. Ja, zum Shop. Was machst du, BFF? Egal, your friends rule. Okay, keine Ahnung. Und ein Herz. Lass dich sprengen, Kollege. Spinnen. Ja, genau. Der Shop ist genau da, wo ich jetzt eigentlich hin wollte. Okay, Gegner. Oh ne, doch nicht blaue Flammen. Blaue Flammen. Haha. Haha. Und nicht. Tschüss. So. Wo Mams Raum ist, wissen wir zwar immer noch nicht, aber ich glaube, ich gehe jetzt mal ins Steam offline, weil mich da die ganze Zeit nicht ankotzt. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Wartet mal, ich klicke mal ganz kurz raus. Weil nämlich alle 5 Sekunden irgendjemand ein anderes Spiel startet und das mich unten in der Ecke nervt. So. Bisschen Page brauchen wir nicht. Wir haben 5 Herzen. Gegen morgen wird es verdammt schwer. Bitte hab was für mich. Ein Seelenherz. Bin ich einverstanden? So, wo ist Mams Herz? Das müsste da unten sein. Irgendwo in dem, bei dem großen Raum in der Nähe. Okay. Das heilige Herz kriegen wir nicht. Das Seelenherz. Okay, okay, okay. Warum gehe ich dann erstmal in den kleinen Raum rein?
dass die Bombe mir im Gesicht explodieren kann. Okay, ist genehmigt. Spiel, du magst mich nicht. Du magst mich ernsthaft nicht, Spiel. Okay, oh. Ich habe mir gerade selber Schaden zugefügt. Ich wollte auch mal ausprobieren, ob die Kiste vielleicht aufgeht, wenn man... Oh Gott. Oh Gott. Bitte, gib mir Herzen. Ja. Noch mehr. Noch mehr. Eine Pille. Keine Ahnung, was du machst. Bitte, irgendwas Gutes. Tearstone. Fuck you. Hat nicht mal den Automaten gesprengt. Nee. Da waren. Okay. Und sogar noch ein schwarzes. So, jetzt haben wir 8 Herzen. Es wird immer besser. Bitte, sei hier noch ein geheimer Raum. Nein. Ach nein, das kann nicht Sinn. Ich bin blöd. Der kann auch oben in der Ecke sein, der Secret Room. Da will ich jetzt nicht lang. Ich verwechsel das ab und zu mal mit den Räumen. Das, nee, hier kann er nicht sein. Kann er sein, aber ist er nicht. Sag mal so rum. Ach. Was seid ihr denn? What the... Okay, jetzt kriege ich Albträume. Junge, ich muss doch zu Mama. Könnt ihr jetzt mal bitte tot gehen? Na los, Dirty Birdie. Ach, das ist auch noch ein Mini-Boss. Okay. Ich weiß aber nicht, ob mein Trinket so gut ist, wenn ich den mit hab bei, bei der Mutter selbst. Also wir haben genug Herzen, wir könnten es eigentlich schaffen. Ich habe auch schöne viele Bomben, die ich da noch einsetzen kann dafür. Okay, versuchen wir es einfach. Und bevor wir es versuchen, würde ich mal gucken, wie lange ich schon aufnehme. Schon zu lange. Aber Versuch macht Kluch. Oh mein Gott. Ja, genau. Lass dich ruhig 10-mal treffen. Also Schaden machen wir schon mal genug. Isaac. Ja. So Leute, ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Wenn wir wollen, dass es weitergeht, weil wir wollen ja so Bombs sehen. Oh, 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 ouch. Autsch. So, ich hoffe, in der Womp komme ich natürlich ein bisschen weiter. Ich probiere jetzt mal Mutters Herz sehen. Ich hoffe es doch mal. Die Plazenta! Oh mein Gott, yes! Igitt? Igitt? Was bist du denn? Ne, die Plazenta. Die Plazenta macht Regeneration. Egal wie lange, nach einer Zeit füllen sich unsere Herzen einfach auf. Kriegt man einfach mal so ein halbes Herz. Ohne irgendwelchen besonderen Grund. Ich habe schon mal Herzen, deswegen habe ich mich das letzte Mal auch bei irgendeiner Folge, ich weiß jetzt nicht bei welcher, gefragt, warum wir uns heilen. Ich glaube, das war mit bei der ersten oder bei der zweiten. Weil die Plazenta macht, oh mein Gott, sogar mit so einem Gruselfilter drüber. Okay. Oh. Okay. Denk nicht mal dran. Danke. Ich weiß gar nicht, ob es hier überhaupt noch Schlüsselhammer. Da, jetzt haben wir uns einfach geheilt, ohne irgendwas zu machen. Was bist du? Kalst du es hier viel stronger? Ich weiß nicht, was du bist. Irgendwie habe ich, ich will den Fuß irgendwie nicht mal mitnehmen. Der macht mir irgendwie... Was? Einer von den Bossen. Irgendwie macht er mir Angst.
Good job, Bombenflieger. Okay. Weiter geht's. Es gibt so viele Räume, warum so einer? Okay. Now that bills. Schnappen dir. Oder auch nicht. Herz. Oh. Das war jetzt scheiße unfair. Tut mir einfach so. Ach ja, jeder Schaden hier unten in der Womb macht uns natürlich jetzt ein Herzschaden. Nicht nur einen halben, sondern ein Herzschaden. Die Regeneration ist nicht schlecht, aber wie ihr seht, es ist sehr langsam. Ich könnte hier AFK rumstehen und warten, bis ich wieder voll geheilt werde. Das ist so ein kleines OP-Item, würde ich nämlich auch mal noch sagen. Hier müsste eigentlich der Geheimraum sein. Ist er auch. Mit ganz viel Geld. Wenn wir jetzt Glück haben, ist hier auf der Ebene noch ein Arcade. Hoffe ich jetzt einfach mal. Hey, wir haben jetzt schon wieder 19 Münzen. Die Bomben gehen uns langsam aus. Was mich aber persönlich nicht stört. Ach, da unten geht's weiter. Ich muss das gucken. Hä? Schon wieder durch den Raum. Ich hasse diesen Raum. Ernsthaft. Und die erst recht. Könnt ihr auch... Ja, die können auch noch hier durchschießen. Wie unfair ist das denn? Ja, genau. Wir sterben jetzt an diesen dämlichen Viechern. Ich will den Run nicht beenden. Warte ich jetzt einfach wirklich hier bis ich geheilt bin? Ich weiß es nicht. Ich habe nichts gedrückt. Ich bin sogar gerade noch zurechtgelaufen. Ich habe nicht nach vorne gedrückt oder so. Das ist unfair. Willkommen in The Womb.